Hallo, ich grüße euch zum neuen Teil 37d. Wir wollen wieder mal mit alten Mythen aufräumen. Diesmal mit der Sache der Erklärung als Souverän, wenn man also seinen Namen in einer besonderen Weise schreibt. Ja, da wird einem dann so eine besondere Bedeutung reingelegt. Und wir wollen heute mal gucken, was an der Sache dran ist, ob das einen Vorteil hat oder ob es eher nur verwirrt und die Leute beschäftigt. Das kriegen wir raus und werden dann sicherlich zu einer vernünftigen Schlussfolgerung kommen können. Ich habe heute Mittag mal Folgendes gemacht. Ich bin mal in den Ehrenhain gegangen. Wir haben ja in Grünau so ein Ehrenhain. Das ist ein mittelgroßes Grundstück. Da stehen Denkmäler vom Krieg gegen Napoleon, gegen Österreich-Ungarn, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Ja, so bitte hingesetzt. Ich zeige euch das mal hier. Das ist dieser Ehrenhain hier so in der Ansicht. Man sieht also, dass es hier ein bisschen reingeht. Ja. Hinten ist dann nochmal so eine großes Denkmal hier an der Seite steht das vom Zweiten Weltkrieg. Und hier hinten, das zeige ich euch dann noch in der späteren. So, im Vordergrund haben wir hier diese Säule, die hier geschmückt ist. Unten ist auch ein bisschen angegrauter Kranz. Ist nicht mehr ganz total frisch. Hier sehen wir hier dieses große Schwert mit der Sonne. Hier ein Eichenlaubkranz. Keine großen Besonderheiten, außer bei dem Helm. Der Helm passt nicht in die Zeit. Das sieht eher aus wie so aus dem Römischen Reich. Interessant ist auch hier oben das sogenannte Malteserkreuz. Das stammt von den Knights of Malta. Das ist also eine Organisation, die mehrere, naja, sagen wir mal, weniger rühmliche Traditionen hat. Zum Beispiel sind die mit dafür verantwortlich, dass Singvögel auch abgeschossen werden. Also so als Luchs und Dallerei stehen die da unten also in Malta und schießen also Singvögel runter mit ihren Flinten, weil sie den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben. Und obwohl sich die ganze Europäische Union dagegen wehrt und aufregt, sagen die, wir sind souverän, wir dürfen das. Ja, das ist so Malta. So, Knights of Malta, eine freimaurerische Organisation, sind sehr in kriegerischer Auseinandersetzung und in ständischen Twist erzeugen, also in ständigen Kriegsherd erhalten. Das ist so typisch für Knights of Malta. Also ständig im Kampf sein mit anderen Völkern. So, es ist also keine gute Geschichte. So, gucken wir uns das Ding nochmal an. Also das ist hier im Prinzip hier dieses Denkmal, unten diese Säule, hier unten noch ein Kranz. Ist so ein bisschen, ja, länger her, hier, wo das schon liegt. So, gut. Ansonsten keine große Besonderheit. Jetzt gucken wir uns das nächste Bild an. Hier ist das Schwert noch mal ein bisschen genauer zu sehen. Hier ist oben so eine Raute, hier so eine Schnecke. Und dann hier so ein vierzackiger Stern. Ja. So, weiter. Jetzt haben wir hier auf der Seite wieder einen Eichenlaubkranz, ja, wie er typisch ist für die Gefallenen. Und die Jahreszahl 1866. So, gucken wir weiter. Andere auf der gegenüberliegenden Seite des gleichen Denkmals. Jahreszahl 1870, wieder in so einen Kranz gestaltet mit Eichenlaub. Oh, typisches Symbol von alten Kriegsdenkmälern. So, und jetzt lösen wir die Sache mal auf. Auf der Rückseite, ihr seht also, das ist der Helm von hinten, haben wir dann hier die Auflösung. Und zwar steht dann hier: Den Heldentod fürs Vaterland erlitten Österreich 1866. Sind diese vier Personen und Frankreich 1870 bis 1871 sind diese vier Personen. An der Namensschreibung ist nichts Ungewöhnliches, außer dass das U so wie ein V geschrieben wird. Aber das ist eine Frage des Schriftfonds. Man sieht auch an vielen alten Kirchen, dass das dort so ist. Wer mal auf Hiddensee, auf Kloster in der Kirche war, kann er diese Buchstabenschreibung auch sein. Das ist also typisch für diese Zeit, wo also hier das U wie ein V geschrieben wird. Übrigens auch das Ü sieht man hier, wird wie ein V geschrieben. Aber das ist eine reine Schreibweise. Es ist nicht irgendwie, dass hier steht Heinrich Bucher, Heinrich aus dem Hause Bucher, sondern steht Heinrich Bucher hier. Ne? Das sind die, also die hier an dem Ort gefallen sind in dem Krieg. So, gut. Jetzt gucken wir uns die Sache mal an. In dem hinteren Teil, also hier steht im Prinzip das Denkmal. In dem hinteren Teil haben wir also hier diesen Ehrenhain für den Ersten Weltkrieg. So, da seht ihr also, dass das hier stehen da fünf solche Säulen und unten die Unterschrift unseren gefallenen Helden zum Gedächtnis. Ne? Das haben also die Grüner für ihren Stadtteil. Also Grüner ist selbst kreisfrei.
Unabhängig von Chemnitz frei. Es wird sich darum gestritten, welche Stadt denn älter ist. Also hier sind also dann Einwanderer sehr früher Zeit. Wir hatten also vor, ich glaube, reichliches Jahr oder 2 Jahren, hatten wir so eine 750-Jahr-Feier. Gibt es übrigens 4 Videos, kann man schon mal im Internet angucken. Sehr aufwendig gestaltet, sehr schön gestaltet, ist also ein richtiges Schmuckstück geworden. Guckt da einfach mal, 750 Jahre Grünau, sind 4 Videos. Vielleicht kann ich es noch in die Videobeschreibung reinpacken. So, interessant ist, welche Zeiten in dem Festumzug weggelassen worden ist. Ziemlich interessant. Die Frage ist, wer es veranlasst hat und warum es weggelassen worden ist. Das müsst ihr mal rausfinden in dem Video. Das ist eine interessante Geschichte. So, jetzt gucken wir uns mal die Tafeln genauer an, weil ihr glaubt mir das ja nicht, dass die 1814 ganz normal geschrieben sind. So, ich zeige es jetzt ganz langsam. Wir sind ja bei einem A, also hier geht's los. Ne? Christoph und Heinrich Ahlers. Ja, aber nirgends steht hier. Also das ist alles noch ganz normale Schreibweise. Hier, das sind die Vornamen der Väter, aber niemand, der so geschrieben wird, wie es die Souveränitätserklärer immer erklären. So, hier sind wir beim F. Ja, gehen alle lassen. Ich zeige alle Namen. Ne? Das sind Denken, ihr denkt, ich tue euch irgendwas erzählen. Das sind alles Fakten. Die sind nicht interpretierbar. Ja, weiter geht's. Nächste Tafel. So, ne? Alle ganz normal Namen, immer hier mit dem zweiten Vornamen. Ein paar Einzelne haben auch nur Vor- und Zunahme. Aber nicht weiter spannend. So, sind wir schon unten beim N. So, hier geht es weiter mit N. Auch alles ganz normale Namen. Ist nichts zu finden, wo man sagen kann, das würde diese These stützen, dass in dem entscheidenden Jahr von 1918 irgendwas seltsam geschrieben worden wäre. Ganz normale Namen. Hier mal einer ohne zweiten Vornamen. Ja, bei mir ist es ja auch, ich heiße ja Werner Uwe Müller und durch die Heirat meiner Eltern oder als bin aus erster Ehe heiße ich Müller und der zweiten dann durch eine zweite Geburtsurkunde dann zu Knietsch umgetauft. So, ja, sind eben so familiengeschichtliche Dinge. Also im Prinzip müsste ich mich hier bei den Müllers mal umgucken, ob wir noch irgendjemanden finden, der hier noch zur Verwandtschaft gehört. Aber geht. Jetzt sind wir hier bei dem Denkmal vom Zweiten Weltkrieg. Da ist allerdings nur dieser eine Stein zu sehen. Also keine so eine große Gedenktafel, warum auch immer das so ist. Und hier steht im Jahre 1945 in Grünau von Faschisten ermordeten 2 unbekannte Frauen. Zum Gedenken. Mehr ist ja nicht zu sehen. Man sieht auch, dass die Korrosion ja an der Gedenktafel hier die Spuren hinterlassen hat. Das sind also Metallsalze, die sich hier entwickelt haben. Luftverschmutzung, Metallsalze. Aber sonst keine großen Besonderheiten. Hinten ist auf der Rückseite ist der Stein unbehauen. Also mehr oder weniger schmuckloses Denkmal für die Vorkommnisse hier. Sonst keine große Gedenktafel in Sicht. Also so wie es vom Zweiten Weltkrieg. Warum, wieso, weiß ich nicht, ist jedenfalls eigenartig. So, dann kommen wir mal zur Schlussfolgerung von Det Janse. Ich mache mal hier die Bildschirmlupe aus, weil sie doch ein bisschen ablenkt. So, also, machen wir mal Butter bei die Fischer. Ihr habt gesehen, 1866, 1870, 1871 sahen die Namen noch ganz normal aus. Außer, dass das U ein bisschen wie ein V geschrieben wird, aber sonst keine großen Besonderheiten. Beim Ersten Weltkrieg sind die Fonts, wie wir sie heute auch lesen, sogenannte Arealschrift, hat also der Adolf eingeführt, wie ich mal sagen lasse, früher war ja die Sütterlin-Schrift üblich, dann später die Arealschrift. Trotzdem keine großen Besonderheiten. Man muss jetzt immer sehen, wie viele Menschen sind denn hier auf dieser Tafel drauf. Ich würde mal schätzen, sind weit über 100 gewesen und trotzdem, ich habe es jetzt nicht gezählt, ich schätze einfach mal, es sind 100. Also selbst wenn einer jetzt behaupten würde, es gibt noch einen oder so, der wäre so geschrieben gewesen, ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ gering. Ne? Das liegt also dann unter 1%. So, also wir können den Sack zubinden, dass das 1918 eine Rolle gespielt hätte. Jetzt müssen wir uns überlegen, welche Bedeutung hat denn das Jahr 1918. Und ihr wisst, am 28.10.1918 war im Laufe des Tages der Putsch gegen den Kaiser. Nun muss man sich überlegen, was hat das für eine besondere Rolle gespielt. Na, ihr müsst euch überlegen,
Der Staat trat gegenüber dem Bürger mit seinen Ämtern auf. So, da haben die also früh um 9 haben das Amt geöffnet, ist der Amtmann dorthin gegangen, hat er seine Amtsgeschäfte gemacht und dann hat er das zugeschlossen. Ich nehme an, vielleicht 18 Uhr hat er zugemacht, vielleicht auch schon eher. Aber es ist nicht anzunehmen, dass er Mitternacht auf hatte. So, und wenn berichtet worden ist, dass der Kaiser am 28. erst das Land verlassen hat, brauchen wir uns doch über am 27., 23 Uhr, 59, 59 Sekunden näher unterhalten, ob es nun eine Sekunde eher oder früher war. Da können wir doch den sauberen Schnitt beim 28.10.1918 0 Uhr setzen. Weil wir müssen ne, irgendwo müssen wir das setzen. Und willkürlich setzen brauchen wir nicht, weil soweit mir bekannt ist, dass nicht genau dokumentiert ist, wann das nun genau gewesen ist. Aber es war Sicherheit, der Putsch am Laufe des 28, also der 28 gehört schon zur Weimarer Republik und der 27. zum Staat. Also wäre der Schnitt bei 0 Uhr sicherlich gut. In der Juristerei macht man das immer glatte Zahlen. Ihr wisst ja selber, dass der ursprüngliche Schöpfungskalender nicht bei 0 Uhr losging, sondern beim Sonnenaufgang. Das nur mal am Rande erwähnen. Also hier, der Kalender ist gerade nicht im Bild. Ach hier, ich schalte nochmal hin. Ne? Also hier der Kalender, hier der Lunisolar, der ging mit Sonnenaufgang los. Der, den uns die katholische Kirche aufgedrängelt hat, den wir heute benutzen, der geht bei 0 Uhr los. Also nehmen wir einfach mal der Näherungshalber mal die 0 Uhr an. So, gut, also hätten wir das Thema durch. Wenn also an dem Tag nichts Entscheidendes passiert ist, kann man davon ausgehen, dass man mit dieser Schreibweise und auch dieser Namensschreibweise keine besonderen Souveränitätsrechte ableiten können. Ja, jetzt wird man sich fragen, ja, aber das werden wir brauchen, die Souveränitätsrechte. Ja, aber es ist doch eine ganz einfache Sache. Wenn der Frau Weser gewählt ist, dann kann er das so einfach per Verfügung verfügen, dass jeder seine Souveränitätsrechte zurückkriegt. Weil das sind ja die Leitlinien der Politik, die das kaiserliche, der kaiserliche Staat verfolgt hat. Er hat ja versucht, die Länder zu einer, die große Zersplitterung aufzuheben, den wirtschaftlichen Fortschritt voranzubringen. Und alles das, was heute in der Schule gelehrt wird, dass das so eine große wirtschaftliche Not wäre, das ist die Not der Weimarer Republik gewesen. Das Kaiserreich hat unter Kaiser Wilhelm II. Keine Not gehabt. Und da gab es auch keine große Inflation. Sondern das sind die Erscheinungen, die durch die Weimarer Republik gekommen sind. So, das darf man bitte nicht verwechseln. Ne? So, der Kaiser hatte kein Interesse, irgendjemand ein Souveränitätsrecht zu entziehen. Die Leute haben sich darüber auch gar keine Gedanken gemacht, weil es keine Not gab. Damals mussten die Frauen noch nicht mitarbeiten. Da war das alles easy. Und so könnte es auch heute jederzeit wieder sein. So, und deswegen wird eben der Kaiser Wilhelm II. Von vielen, ja, ich sag mal, Ideologen der Frankfurter Schule mit Dreck beworfen. Ja, man kann es nicht anders sagen. Bis zum heutigen Tag, weil die haben einen wirklichen Hass gehabt auf den Mann, weil er das Volk vorangebracht hat. Heute ist es so, dass diejenigen, die vorne an der Regierung vorne dran stehen, das Volk mit Dreck bewerfen, es als Pack beschimpfen. Und entrechten und ja, das ist die Zeitenwende. Und da würde ich doch denken, dass wir damals zu den Zeiten 1918 besser weggekommen wären und glücklicher gelebt hätten. Aber wir können das einfach machen, indem wir einfach wieder einen neuen Verweser wählen und ohne auf den modernen technischen Fortschritt zu verzichten, den wir heute haben. Aber die Souveränitätsrechte und vor allen Dingen den Schutz der Familie und den Frieden und den wirtschaftlichen Wohlstand, den hätten wir schon gerne gehabt. Ja. Und dann wird man auch gerne bei jeder größeren wichtigen Entscheidung gefragt werden und nicht von einer ja, Parteienmafia sozusagen regelmäßig in das Licht geführt werden, die dann auch noch zugeben, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, nicht unbedingt nach den Wahlen eintritt und dass das immer wieder mal so passiert. Ich zitiere jetzt die Frau Merkel. So, ich denke, wir können das Thema hier zubinden. Ich denke mal, wir haben diesem Vogel sämtliche Federn rausgerissen. Und das, was übrig geblieben ist, ist einfach nur die Tatsache, dass man, ja, dass die Leute halt Geschäftsmodelle haben, also ihre Vorträge verkaufen, aber eine rechtliche Relevanz, um uns hier vorwärts zu bringen, um die Verweserwahl voranzubringen, um den Verfassungsnotstand zu heilen, hilft das doch gar nicht. Das brauchen wir nicht. Das kann der Verfasser, der Verweser, mit einer einfachen Verfügung einfach umsetzen, indem er einfach sagt, ja, jetzt haben wir hier einen Friedensvertrag, das und das und das übernehmen wir von der Weimarer Republik oder auch der Bundesrepublik. Das war ja vielleicht ganz gut, aber alles andere sägen wir weg. So, NATO, EU, Euro und den ganzen Pfeffer. Und dann kommt die entsprechende Wiedergutmachung. Und dann die Ausgabe unserer neuen Bodenrechte für die nächsten 99 Jahre. Und dafür haben wir Zeit bis zum 28.10.2017. So, dann sind die 99 Jahre rum, wo der letzte Mal sein Bodenrecht verlängert hat. So, aber
Das Fortschreiben des Katasters ist eben eine Sache, die dem Verweser vorbehalten bleibt. Und der muss es entscheiden. Der muss für uns eintreten. Und dann müsst ihr eben ihn wählen, dem er das glaubt, dass er das dann wirklich macht. Oder dass er nicht nur diese Position begleitet, um dicke Autos zu fahren oder um anzugeben damit, sondern dass er eben das Volk freisetzen will. Weil es gibt keine größere Tat, die man tun kann, als ein Volk in Freiheit zu setzen. Und das müsst ihr euch immer wieder überlegen. Und da ist jeglicher Stolz, ist der Fell am Platze. Sondern da muss man seine Aufgabe, die man hat, als Aufgabe verstehen und nicht als Position, um andere zu beherrschen oder Druck auszuüben oder so. Eine Verweserposition ist eine ganz, da muss man sehr nüchtern sein und muss man sehr überlegt vorgehen. Und da darf man sich nicht von irgendwelchen müden und falschen Vögeln auf eine falsche Fährte locken lassen. Das ist dann das, wo man die Leute finden muss, die so eine Aufgabe wahrnehmen kann. So. Man kann nicht alles selbst machen. Man braucht immer wieder Hilfe. Ich brauche auch Zuarbeiten. Ich bin sehr dankbar, dass mir heute wieder jemand geholfen hat, noch ein paar Rechtschreibfehler aus unserer Erklärung für die Abgabe zu machen. Der André Stoß oder Stoß, ich weiß nicht, ich habe ihn gesehen, hat mir also schon was zugeschickt. Das werde ich dann heute noch einarbeiten. Aber ich würde gerne noch einen zweiten Vogel rupfen. Und zwar ist das Schreiben, was an die Waldorfkirche gegangen, Waldorfschule war es, ja, Waldorfschule. Das gucken wir uns dann im Anschluss gleich an. Ich will bloß mal das Video noch hochladen und während das hochlädt, kümmere ich mich mal um, dass wir diesen Vogel ordentlich zur Strecke bringen. So, gut, also brechen wir mal damit halbe Stunde oder so. Fangen wir an mit dem Ding von den Waldorfschulen. Was ist da los und welchen fallen Vogel will man uns da hier unterschieben? So, also ihr seht, die Mythen gehen uns nicht aus und wir haben immer wieder viel Spaß, wenn wir den alle Federn rausgezogen haben. Dann